Krise ist für mich gleichbedeutend mit Erfahrung und Lernen. Wo das Alte nicht mehr passt und das Neue ist noch nicht in Form gegossen. Niemand kann sagen, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Das heißt, die Zukunft ist offen, wir müssen es machen. Was ich spüre, ist eine Unsicherheit, diese doch, nämlich was zu tun. Ich komme halt aus der Generation, in der das kritische Denken wichtig war. Muss das so sein, wie alle glauben, dass es sein muss? Also es geht darum, wie wir zusammenarbeiten, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander leben. Danke. Meine Strategie zur Weltrettung ist das, dass ich mich wirklich auf das konzentriere, was rund um uns ist. Ich glaube, wenn man wirklich bei sich bleibt, bei seinem direkten Umfeld, was man bewegen kann und das auch tut, dann können sie wirklich große Bewegungen in Gang setzen. Es ist einfach was verloren gegangen und das wollen die Leute wieder zurückhaben. Die Krise macht man sich selber, wenn man Bilder hat, wie was sein soll. Wir enthalten uns eigentlich im Moment sehr, sehr viel vor von dem, was wir sein könnten. Niemand kann sagen, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Es kann morgen die Barbarei drohen oder es kann morgen eine bessere Gesellschaft hereinkommen. Beides ist möglich. Es muss gemacht werden.